Wochenende und Sonnenschein und wir von APG Info laden euch zum Hören ein. Weiter braucht ihr nichts zum Glücklichsein. Wochenend und Sonnenschein. Ob am Wochenende nun wirklich die Sonne scheint, das kann ich euch leider nicht versprechen. Dafür verspreche ich euch in den nächsten, sagen wir mal, 30 bis 40 Minuten gute Unterhaltung, aktuelle Informationen zu Nachrichten aus Altenburg und dem Altenburger Land. Ja, zum Beispiel Polizeibericht, Sportnachrichten, aktuelles halt aus Altenburg sowie dem Landkreis und natürlich Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende. Und wie gehabt, alle Links zu den Infos und Nachrichten sind in den Shownotizen dann eingestellt. Den Link dazu bekommt ihr am Ende unserer Sendung. Ja, und nun viel Spaß beim Hören der Informationen für die Woche vom 23.05. bis 29.05.2016. Und ehe man sich's versieht, ist wieder Weihnachten. So schnell kann ein Jahr rum sein. So, dann kommen wir nun mal zu den aktuellen Informationen aus der Stadt Altenburg. Am 28. Mai kommt es zur Vollsperrung der Altenburger Torgasse. Der Grund dafür ist das diesjährige Schul- und Quartiersfest dort. Also die roten Spitzen, ja, und die Schule haben dann Tag der offenen Tür. Eine interessante Nachricht ereilte uns dann auch noch vorige Woche, und zwar sind die Ziertürmchen wieder oben auf der Friedhofskapelle. Ja, und da kann ich euch jetzt mal ein paar Infos nennen. Am Donnerstag vorige Woche wurden zwei Ziertürmchen, die vor ungefähr einem Jahr aus Sicherheitsgründen abgenommen worden waren, zurück an ihren angestammten Platz befördert. Noch nicht abgeschlossen, aber dafür weit fortgeschritten sind die Arbeiten an der Treppenanlage, die zum Krematorium führen. Die Abnahme der Ziertürmchen war erforderlich, weil nach Einschätzung von Experten die Standsicherheit nicht mehr ausreichend gewährleistet war. An der Kapelle, übrigens eines der schönsten neogotischen Bauwerke der Stadt, nagt leider der Zahn der Zeit. Das dreiteilige Gebäudeensemble, das als Feier- und Leichenhalle errichtet wurde, war nach sechsjähriger Bauzeit im Jahr 1897 fertiggestellt worden. Ein weiteres Projekt, was bald abgeschlossen sein wird, ist die Erneuerung der Treppenanlage am Krematorium. Für den Bau der alten Anlage hatten noch ausrangierte Straßenborde gedient. Die neuen Stufen sind nicht nur optisch ein Gewinn, sondern sie können auch sicher beschritten werden. Zudem ist nun auch die Sichtachse zum Erbenfriedhof durch die Pflanzung von vier Kugeltrompetenbäumen, was auch immer das ist. Ich kenne nur Trompetensträucher, aber klingt interessant. Muss ich mir mal bei der nächsten Fototour anschauen. Ja, wurde die Treppenanlage halt aufgewertet. Da stehen halt zwei Bäume links, zwei Bäume rechts. Da. Ja. Und vor einigen Tagen ist auch der kleine künstliche Teich, der sich in der Nähe vom Krematorium befindet, saniert worden, sodass die Anlage jetzt in Betrieb genommen werden konnte und auch zum Verweilen einlädt. So, dann kommen wir nochmal zu einer Straßensperrung. Aufgrund der Verlegung neuer Trinkwasserleitungen und einem Kanalbau kommt es in der Zeit vom 23. Mai bis voraussichtlich zum 30. September 2016 zur Vollsperrung eines Abschnitts der Tschernitzer Straße. Betroffen ist der Bereich zwischen an der Schmiede und Poststraße. Eine Umleitung, die unter anderem über die B180 und die Zeitzer Straße führt, ist ausgeschildert. Und noch eine sehr, sehr schöne Nachricht erreicht uns aus dem Residenzschloss Altenburg. Im Werben um die Gunst der Besucher hält das Residenzschloss Altenburg bald einen weiteren Trumpf in der Hand. Eine interaktive Kartenmacherwerkstatt. Dort kann dann jeder selbst tätig sein eigenes Kartenspiel erstellen, wahlweise mit traditioneller oder auch moderner Technik. Das Ergebnis wird trotzdem ein Unikat sein, made in Altenburg. Die Eröffnung der interaktiven Kartenmacherwerkstatt erfolgt noch vor den Sommerferien, nämlich am 19. Juni. An diesem Tag sind Alt und Jung ab 12 Uhr zum Druckfest eingeladen. Dann gilt erstmals das Motto: Schauen, staunen, mitmachen, kreativ und produktiv sein. In der Kartenmacherwerkstatt, die in der ersten Etage links neben dem Haupteingang sein wird, ist die eigentliche Druckerei untergebracht. Hier ist auch der Ort, in dem die Herstellung der Karten erfolgt.
Im Medienraum, der sich in der zweiten Etage des Nordflügels befindet, werden die nach individuellen Vorstellungen gestalteten Druckplatten erstellt. Wie eingangs erwähnt, wahlweise entweder mit dem Computer oder auf traditionelle Art und Weise. Für die bauliche Herrichtung, vor allem aber für die Ausstattung der Kartenmacherwerkstatt mit Computern, 3D-Druckern und vielen mehr, werden erhebliche finanzielle Mittel benötigt. Das Groß der Summe kommt übrigens aus dem Regionalbudget. Die Summe beträgt übrigens insgesamt 140.000 und den größten Anteil macht das Regionalbudget aus. Das sind ca. 98.000. Ja, der Schlossverein gibt 10.000, die Bürgerstiftung Altenburger Land gibt 10.000 und weitere 10.000 sammelten der Schlossverein und der Lions Club beim letzten Benefizball ein. Und 12.000 Euro bringt dann auch nochmal die Stadt über den Eigenbetrieb Residenzschloss aus Eigenmitteln auf. Oberbürgermeister Michael Wolf sagte dazu: Mit der interaktiven Kartenmacherwerkstatt gelingt es uns nunmehr, ein kreatives, buchbares Angebot im Residenzschloss zur Verfügung zu stellen, welches offensiv überregional vermarktbar ist und einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Wertevermittlung mit unseren traditionellen Spielkarten leistet. Ja, das ist doch, denke ich mal, eine gute Sache. Wir schauen es uns auf jeden Fall auch einmal an. Noch eine schöne Nachricht haben wir in den letzten Tagen bekommen, und zwar gibt es eine Kooperation zwischen dem Kindergarten Pusteblume und dem Schlossmuseum. Mit jeder Menge Aufregung, Vorfreude und ganz viel Neugier sind die Lernzwerge aus dem Kindergarten Pusteblume am vergangenen Dienstag dieser Woche ins Schlossmuseum gekommen. Kein Wunder, war es doch der zweite Besuch dieser Art für die Knirpse. In den kommenden Monaten sollen nun weitere Ausflüge für die künftigen Vorschüler auf dem Altenburger Burgberg folgen. Denn dank einer Kooperation zwischen der Einrichtung in Trägerschaft der Lebenshilfe und dem Museum sind 4 bis 6 pädagogische Veranstaltungen geplant, die in regelmäßigen Abständen stattfinden werden. Die erste Lektion befasste sich mit der wohl berühmtesten Rittergeschichte, die die Stadt zu bieten hat. Natürlich mit dem sächsischen Prinzenraub. Ein perfektes Thema also zum Einstieg in die Burggeschichte, weil es den anfänglichen Charakter des Schlosses in einer spannenden Geschichte erfasst. Das alles wird selbstredend kindergerecht durch die Museumspädagogin Gabriele Heinecke vermittelt, die für das Konzept des Projekts verantwortlich zeichnet. Wichtig ist auch hier zu erwähnen der anschließende kreative Teil der Lernstunde. Für die Museumspädagogin Gabriele Heinecke steht neben dem Kennenlernen der Heimat und der Identifikation mit dieser vor allem eins im Vordergrund: die Regelmäßigkeit der Veranstaltung. Ja, das war jetzt gerade mal mein Handy, siehst du. Diese Vereinbarung ist deshalb so wertvoll, weil sie ein kontinuierliches Angebot verspricht. Dadurch wird die Nachhaltigkeit des Gelernten um einiges verbessert und es können komplexe Zusammenhänge vermittelt werden. So, und jetzt nochmal ein paar aktuelle Straßenverkehrsmeldungen für euch. Und zwar wird die Hempelstraße-Wielandstraße am Dienstag, den 31.05. gesperrt. Grund sind Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt zur Verlegung von Trinkwasserleitung in der Hempelstraße. Vom Baufeld betroffen ist dann die Hempelstraße ab Meißnerstraße in südwestlicher Richtung bis zum Ende der Hempelstraße einschließlich der Kreuzung Wielandstraße. Die Arbeiten müssen unter Vollsperrung durchgeführt werden und dauern mindestens noch bis zum 1.7.2016. Die Wielandstraße wird dann zur Sackgasse ausgewiesen. Nun gut, wenden wir uns nun mal den aktuellen Nachrichten der Woche aus dem Altenburger Land, wie zum Beispiel aus Meuselwetz oder auch Schmölln, zu. Und da gibt's eine Meldung aus Schmölln, und zwar, die da lautet: WLAN auf dem Schmöllner Markt. Am Mittag des 23. Mai 2016 war es soweit. Das kostenfreie WLAN wurde auf den Schmöllner Markt freigeschaltet. Bis täglich 20 Uhr können sich nun Nutzer kostenlos im weltweiten Netz tummeln. Bürgermeister Sven Schrade freut sich über dieses Angebot in Schmölln. Die Stadt ist damit Vorreiter im Altenburger Land und verbindet damit die Erwartung, dass das Schmöllner Zentrum attraktiver wird und die Besucher länger auf dem Markt verweilen. Der Anstoß übrigens für das kostenfreie WLAN ging vom Stadtrat und der Stadtverwaltung aus. Es wurden Angebote eingeholt und mit der ortsansässigen Antennengemeinschaft Oberes Sprottental eine kostengünstige Alternative gefunden, da die Antennengemeinschaft über die notwendigen Kabel bereits verfügt. Ja, und wenn alles gut läuft und auch angenommen wird, kann sich Sven Schrade auch an anderen Stellen in Schmölln weitere Hotspots vorstellen. Und eine weitere Nachricht haben wir aus dem Landratsamt erhalten. Dies betrifft die Ortsumgehung Altenburg. Da gibt es jetzt die Komplettsperrung der Auf- und Abfahrten am Abzweig Mockern.
Die Ortsumfahrung Altenburg zwischen den Anschlussstellen Mockern und am Wasserturm ist seit dem 18. Mai 2016 nur noch einseitig in Richtung Schmölln befahrbar. Im Auftrag des Straßenbauamtes Ostthüringen wird die Asphaltdecke erneuert. Nach dem Abfräsen der Deckschicht wurde nun festgestellt, dass auch die darunterliegende Binderschicht den Anforderungen an die Tragfähigkeit nicht mehr entspricht und somit ausgetauscht werden muss. Aus diesem Grund müssen durch die ausführende Firma zusätzliche Arbeiten im Bereich der bereits eingerichteten Arbeitsstelle erbracht werden. Durch diese Änderung kommt es auch zu Anpassungen im Rahmen der Sperrung und Umleitungsführung. Ja, und wir haben jetzt hier ein paar Daten für euch. Ab den 26.05. Komplettsperrung der Auf- und Abfahrten am Abzweig Mockern. Einbahnstraßenregelung mit Fahrtrichtung Schmölln wie bisher. Umleitung Klinikum über Altenburg-Schmölln'sche Landstraße, Brauhausstraße. Ab 31.05. wird dann die Vollsperrung der Ortsumfahrung Altenburg eingeführt. Eine Umleitungsführung wird dann ausgeschildert. Ab den 3.06. wird es dann wieder eine Einbahnstraßenregelung mit Fahrtrichtung Schmölln geben. Freigabe der Auf- und Abfahrt Mockern für die Fahrtrichtung Schmölln. Die Gesamtarbeiten sollen bis zum 6. Juni abgeschlossen sein. Falls nicht irgend noch was anderes dazukommt, sage ich jetzt mal so. Ja, und noch eine Meldung aus dem Landratsamt, die da lautet, Landkreis soll in seinen Grenzen erhalten bleiben. Auf seiner Sitzung am 27. April 2016 hat der Kreistag des Altenburger Landes Landrätin Michaele Soika per Beschluss beauftragt, gegenüber dem Freistaat Thüringen den Bestand des Landkreises Altenburger Land in seinen aktuellen Grenzen und den Erhalt der Stadt Altenburg als Kreisstadt einzufordern, was ich richtig finde und auch unterstütze. Mit einem persönlichen Schreiben an den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow am 2. Mai kam die Landrätin dieser Aufforderung nach. Im Zuge einer von der Thüringer Landesregierung angestrebten Gebietsreform, die bis 2018 umgesetzt sein soll, käme es zur Auflösung bestehender Landkreise, die sich dann mit benachbarten Landkreisen zusammenschließen sollen, um eine Mindesteinwohnerzahl von 130.000 Einwohnern zu erreichen. Mit derzeit rund 95.000 Einwohnern wäre das Altenburger Land zu klein, um eigenständig zu bleiben und hätte demnach in seiner jetzigen Form keinen Bestand mehr. Und für die Schüler unter euch eine Nachricht. Der Schülerkalender 2016-2017 für das Altenburger Land ist erschienen. Der neu erschienene Jahrgang 2016-2017 ist bereits die 20. Ausgabe und das alles in bewährter Herausgeberstruktur im E-Reinhold Verlag mit Unterstützung durch die Sparkasse Altenburger Land und das staatliche Schulamt Ostthüringen. Ja, es gibt ein paar Änderungen. Zum ersten ist jetzt der Innenteil komplett vierfarbig gehalten und es ist ein Kalender für Faule. Der Stundenplan muss nur einmal eingetragen werden und bleibt beim Umblättern sichtbar. Eine weitere Neuerung gibt es zu vermelden. Die Titelgestaltung ist diesmal kein Einzelwerk, sondern eine Collage aus verschiedenen Schülerarbeiten, und zwar von Nina Beriska, Sabrina und Albina Maurer, sowie Dana Uhlmann, Lea Sophie Gerisch und Lara Simandl. Der Kalender ist in Spiralbindung erhältlich, hat 128 Seiten und kostet 3 Euro. Erhältlich ist er in den Buchhandlungen des Landkreises Altenburger Land. Ja, und hier nochmal ein Aufruf in eigener Sache an alle Gemeindevertreter und Verantwortlichen für Informationen und Pressemitteilungen. Um eine Verbreitung von Nachrichten und Informationen zu gewährleisten, benötigen wir die Zusammenarbeit mit euch. Sendet uns deshalb die Pressemitteilung an info@abginfo zu. Ja, und auch in Sachen Sport habe ich euch heute wieder einiges zu berichten. Zuallererst kommen wir erstmal zu einem Update. Und zwar hatten wir berichtet über die Veranstaltung des SV Aufbau Altenburg. Wer wird in diesem Jahr der sportlichste Kindergarten? Die Veranstaltung wurde verschoben vom 21.05. auf den 18.06. Der Sportverein SV Altenburg trägt am 18.06. zum 7. Mal den nun schon zur Tradition gewordenen Junior Cup aus. Ja, weiter geht's zur Tontaubenjagd des SV Barbarossa. Norbert Dorn holte sich den Gesamtsieg in Kuhndorf. Die Flintenschützen aus dem Altenburger Land trafen sich auf dem Schießstand im sachsen-anhaltinischen Kuhndorf, um die Kreismeister in Trappschießen zu ermitteln. Alle 3 Goldmedaillen gingen an den SV Barbarossa. Ja, weitere Ergebnisse und die Gewinner könnt ihr in den aktuellen Nachrichten nachlesen
unter www.abg-info.de. Und zu guter Letzt, was den Sport angeht, eine Mitteilung des ZFC Meuselwitz. Und hier geht es um ausscheidende Spieler. Zum Saisonende 2015-2016 scheiden zahlreiche Spieler aus dem Kader des Regionalliga-Teams aus. Im Einzelnen sind dies Frank Müller und Andreas Luck, die aus beruflichen und familiären Gründen um Vertragsaufhebung gebeten haben. Ebenso Carsten Sträßer, der demnächst eine weitere Berufsausbildung absolvieren wird und daher nun nachmittags bzw. abends trainieren kann. Der eigentlich bis zum Jahr 2017 laufende Vertrag mit Jakub Wojta wurde ebenso aufgehoben wie der von David Krieger, dessen Aufhebung unmittelbar bevorsteht. Lukas Altenstrasser, dessen Vertrag ausgelaufen war, hat sich dem SV Schalting in seiner Heimatstadt Passau angeschlossen. Keine neuen Verträge erhalten Torwart Norman Teichmann, Stürmer Sebastian Weiske und Mittelfeldspieler Benjamin Bolze. Josef Kröschke wird von mehreren Vereinen umworben und kann den Verein verlassen, ebenso wie Stefan Rasmann, der nach seinem Beinbruch wieder genesen ist und auf der Wunschliste von Wismut Gera steht. Ein Wechsel aber von der Vorbereitung und seinen Leistungsstand im Juli-August abhängig machen möchte. Ja, mehr Informationen zum Sport erhaltet ihr bei ABG Info unter der Rubrik Sport. Übrigens hier ein Aufruf nochmal an alle Vereine. Schickt uns eure Spielberichte und aktuellen Informationen zu, denn nur so könnt ihr euren Bekanntheitsgrad erweitern und zeigen, dass es eurem Verein gibt. Macht also auf eure Vereine aufmerksam, am besten bei abginfo.de. It's the summer highlight. Und nun für euch die Polizeiberichte aus der vergangenen Woche, präsentiert von der Fahrschule Fetzt, eurer Fahrschule aus dem Altenburger Land. Wir berichten zuallererst mal über eine tätliche Auseinandersetzung in Schmölln. Polizeibeamte wurden am Samstag, den 21.05.2016 gegen 21.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einer Gartenanlage nach Schmölln in die Weststraße gerufen. Dort waren mehrere alkoholisierte Personen in Streit geraten. Ein 41-jähriger Beschuldigter schlug mehrmals mit der Faust auf einen 32-jährigen Mann ein, nachdem dieser ihm eine Bierflasche auf dem Kopf zerbrochen hatte. Die Polizei leitete gegen beide Beschuldigte ein Verfahren wegen Körperverletzung ein. Und in Altenburg wurden mal wieder Autos aufgebrochen. Unbekannte Täter sind in der Nacht vom Donnerstag, den 19.05. auf Freitag, den 20.05. in zwei Fahrzeuge gewaltsam eingedrungen. Beide Fahrzeuge waren auf dem Gelände eines Autohauses in Altenburg am Weißenberg abgeparkt. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen und entwendeten von einem VW Touran hochwertige Kompletträder sowie von einem VW T6 die Rückleuchten. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der angezeigten Straftat gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen. Die Rufnummer wäre dann die 03447-47110. Des Weiteren können wir über einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss berichten. Zu einem Verkehrsunfall kam es am 22.05. gegen 20.45 Uhr in Zehma an der Einmündung nach Ehrenhain. Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Ford befuhr in Zehma die Straße aus Richtung Ehrenhain kommt mit der Absicht nach links auf die B93 abzubiegen. Dabei hatte er jedoch die Vorfahrt zu beachten. Beim Abbiegen übersah er eine vorfahrtsberechtigte 16-jährige Fahrerin eines Mopeds, Simson S51, und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher Atemalkohol festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 0,49 Promille. Es erfolgte im Krankenhaus eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Und nun kommen wir zu einem Zeugenaufruf nach einem schweren Verkehrsunfall, über den wir bereits informiert haben. Am Sonntag, den 8.05. ereignete sich auf der Landstraße 1362 im Landkreis Altenburger Land ein folgenschwerer Unfall mit einem schwerstverletzten Motorradfahrer. Dieser befuhr die L1362 aus Fahrtrichtung Göllnitz kommend in Fahrtrichtung Lumpzig. Dabei befand sich im Gegenverkehr ein Kleintransporter mit Anhänger. Von dem Anhänger wurde eine Gummimatte aufgewirbelt, welche dem Motorradfahrer am Helm traf.
Der Motorradfahrer verlor daraufhin die Kontrolle über das Motorrad und stürzte, wobei er sich schwerste Verletzungen zuzog. Der Fahrer des Kleintransporters verließ unerlaubt die Unfallstelle. Bei diesem Fahrzeugführer soll es sich um eine ältere männliche Person gehandelt haben. Es soll sich bei dem Kleintransporter um einen roten VW T4 oder Mercedes V-Klasse älteres Modell gehandelt haben. Bei dem Anhänger soll es sich ebenfalls um ein älteres Modell in der Farbe Braun gehandelt haben. Es sind keine Anhaltspunkte zu den amtlichen Kennzeichen bekannt. Es werden Zeugen gesucht, welche die L1362 zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls befahren haben und eventuell sachdienliche Hinweise zu dem roten Kleintransporter mit Anhänger machen können. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Altenburger Land unter Telefon 03447 4710. Auch wurde mal wieder ein Ladendieb gestellt. Gegen 9 Uhr wurde ein irakischer Asylbewerber bei einem Ladendiebstahl gestellt. Dieser hatte versucht, im Verbrauchermarkt Kaufland in der Kauendorfer Allee mit einem USB-Kabel ohne zu bezahlen den Kassenbereich zu verlassen. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen und festgehalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens konnte der 20-Jährige seinen Weg fortsetzen. Und jetzt habe ich für euch nochmal zwei besondere Fälle, und zwar wurden Solarmodule entwendet. Im Zeitraum vom 19.05. bis 20.05. wurden von einer Solaranlage in der Remsauer Straße Solarmodule entwendet. Durch unbekannte Täter wurde ein Tor, welches mit Kette und Vorhängeschloss gesichert war, gewaltsam geöffnet. Am Grundstück mit der Solaranlage wurde der Maschendrahtzaun zerschnitten und eine große Anzahl an Solarmodulen abgebaut und vermutlich mit einem LKW abtransportiert. Die Module haben eine Größe von 1,25 m x 65 cm. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der PI Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447 4710 melden. Und ebenfalls ganz frisch bei uns eingetrudelt ist folgende Meldung. Im Zeitraum vom 25.05. gegen 18 Uhr bis 26.05. gegen 7.10 Uhr wurden von einer Baustelle an einer Gasregelstation an der B180 Rasengittersteine entwendet. Die Rasengittersteine wurden am Vortag erst neu verlegt. Über Nacht wurden die Rasengitter durch unbekannte Täter wieder ausgegraben und abtransportiert. Es handelt sich um 80 Rasengittersteine in den Maßen 40 x 60 cm. Auch hier gilt, wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der PI Altenburger Land unter 03447 4710 melden. Und wir nähern uns langsam dem Ende dieser Sendung. Wir haben es Freitag, kurz nach 17 Uhr. Und ja, ich bin diese Woche mal ein bisschen später dran mit dem Online-Stellen, aber ich denke mal, das dürfte kein Problem für euch sein, denn die aktuellen Veranstaltungstipps erfahrt ihr jetzt. Und wie immer gilt, wir können nicht alles hier in dieser Sendung veröffentlichen, deshalb besucht unsere Webseite www.abg-info.de. Hier erfahrt ihr viel mehr aus Altenburg und dem Altenburger Land. Wollt auch ihr eure Veranstaltung vielen Menschen publik machen, so sendet uns eure Veranstaltungsdaten einfach per Mail zu. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotizen und ich nenne sie euch jetzt einfach nochmal info@abg-info.de. Ja, und kommen wir nun zur ersten Veranstaltung. Mein Bürostuhl, der tut ein bisschen quietschen. Okay, nichtsdestotrotz die erste Veranstaltung und zwar für das Sachs-Schmölln. Du hast im März, April oder Mai Geburtstag und willst es mit deinen Freunden richtig krachen lassen. Dann bist du bei uns genau richtig. Denn heute ist die XXL Birthday Party in der Sachs-Club-Zone Schmölln. Du erhältst bis 24 Uhr freien Eintritt für dich und zwei deiner Freunde und dazu bekommst du dann noch eine Flasche Sekt gratis. Im Mainfloor spielt für euch der DJ Jan von Vliet und im Beach DJ Malibu. Und für alle, die Orgelmusik mögen, die internationalen Sommerorgelkonzerte haben begonnen. Und zwar am Samstag, den 28. Mai, 17 Uhr in der Schlosskirche, findet folgende Veranstaltung statt. Mit einem prominenten Organisten aus Ravensburg finden die internationalen Altenburger Sommerorgelkonzerte an der Trostorgel im Altenburger Residenzschloss ihre Fortsetzung. Franz Rammel gastiert am Samstag, den 28. Mai, um 17 Uhr in der Schlosskirche. Franz Rammel ist Titularorganist der berühmten historischen Holzhey-Orgel aus dem Jahr 1793 der ehemaligen Prämonstratenserabtei Roth an der
Roth in Oberschwaben. Er konzertiert darüber hinaus sowohl als Organist als auch als Kembalist und Dirigent sowie als Kammermusikpartner am Hammerflügel in vielen Ländern Europas und in den USA. Von 2004 bis 2010 leitete er die Orgelakademie Oberschwaben. Über 30 CD-Einspielungen dokumentieren seine umfangreiche künstlerische Tätigkeit. Eintrittskarten für 10 Euro und ermäßigt 8 Euro sind im Vorverkauf an der Museumskasse im Residenzschloss Altenburg oder bei der Altenburger Tourismusinfo zu bekommen. Ebenfalls am Samstag, den 28. Mai, lädt das Klinikum Altenburger Land zu einer Patientenveranstaltung ein. Das Motto dieser Veranstaltung ist Schmerz, der unangenehme Begleiter. Am Samstag, den 28. Mai von 10 bis 12.30 Uhr laden das Klinikum Altenburger Land und die Selbsthilfegruppe Chronische Schmerzen Altenburg alle Interessierten in den Hörsaal des Klinikums ein. Das Thema der Veranstaltung lautet psychomatische Schmerzen. Welche Wechselwirkungen gibt es zwischen Psyche und Körper? Besonderes Augenmerk liegt auf den Behandlungsmöglichkeiten und der Eigeninitiative der Betroffenen. Ja, und dies ist mal eine Woche, wo übelst viel los ist, denn auch am 28. Mai, dem Samstag, findet das Quartiersfest an den Roten Spitzen statt. Es sind Tür und Tor geöffnet. Am Sonnabend, 28. Mai, findet in der Altenburger Torgasse rund um die Roten Spitzen von 10 bis 16 Uhr das zweite Quartiersfest statt. Unter der Regie der Fördervereine Quartier Rote Spitzen sowie Martin-Luther-Schule wird es ein buntes Programm für alle Gäste geben. Höhepunkte werden die Besichtigung des Areals um die Roten Spitzen sowie die Martin-Luther-Schule sein. Alle sind herzlich eingeladen. Auch die Musikschulen des Landkreises laden zum Tag der offenen Tür am Samstag, den 28. Mai, ein. Am Vormittag ist in Schmölln die Musikschule ab 10.30 Uhr geöffnet und am Nachmittag in Altenburg ab 14 Uhr. Wildenbürden feiert sein Dorffest 2016. Mit dem Fassbieranstich am 27. Mai, also heute um 18 Uhr, starten wir in unser Festwochenende. Für die Kinder beginnt das Wochenende mit dem Pantoffelkino. Der Feuerwehrverein wird für die Verpflegung sorgen. Am Samstag, den 28. Mai ab 19 Uhr, wird erneut das Festzelt gerockt. Die Liveband Cori wird zum 18. Sommernachtstanz unter dem Motto »We are Wildenbürden« and the Wee Black Rock'n'Roll spielen. Der Frühschoppen eröffnet den Tag 3 dieses bunten Treibens, den Sonntag, den 29. Mai. Bis 12 Uhr erwarten wir wieder einige Oldtimer-Freunde und Mittagsgäste. Weiter geht's dann ab 13 Uhr mit dem Ü40-Löschangriff der Feuerwehren des oberen Sprottetals. Ja, also ich muss ehrlich sagen, dieses Wochenende hat es in sich. Ja, ich werde hier gar nicht fertig mit dem 28. und diesem Wochenende. Und zwar findet ebenfalls am 28. Mai ab 11 Uhr in Treben die zweite Trebner Grillmeisterschaft statt. Und zwar auf dem Schulgelände der Landschule Pleisenaue. Der TSV 90 Treben ruft alle Hobbygriller zum zweiten lustigen Grillwettbewerb auf. Ja, wenn das nix ist. Ja, und abends können sich dann die Freunde des Boxsports auf eine ganz besondere Veranstaltung im Goldenen Flug freuen. Die Altenburger Benefizbox nach 2016 findet statt, ab 20 Uhr. Es wird ein Kampfsportprogramm vom Feinsten geboten. Die Veranstaltung findet wieder unter Aufsicht der GBA statt, das heißt Profiboxen, Kickboxen und K1. Ja, und es wurde wieder geschafft, einige diverse Titelkämpfe nach Altenburg zu holen. Lasst euch überraschen, geht hin und genießt diese Boxnacht. Ja, und bereits ab heute bis zum Sonntag findet an der Feuerwehr Kriebitsch das Dorffest in Kriebitsch statt. Besucht es einfach. Ich denke mal, da ist auch wieder eine Menge los. Ja, und das war's erstmal von den Veranstaltungen. Ja, und wie gesagt, wir nähern uns jetzt dem Ende unserer Sendung. Alle Links zu den Infos und Nachrichten sowie zu den Veranstaltungen erhaltet ihr in den Shownotizen. Den Link erhaltet ihr jetzt von mir und zwar www.abg-info.de/show5. Ja, und dann sage ich schon mal Tschüssi, euch ein schönes Wochenende. Es war schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Uni. Ciao, ciao. Ach ja, ihr wisst ja, ich komme so schnell nicht zum Schluss. Ihr könnt unseren Podcast auch auf iPhone und Android hören. Und ja, lasst einfach unter den Shownotizen einen Kommentar da, wie ihr die Sendung findet,
oder was wir noch hineinnehmen können in die Sendung. Ja, wir sind für eure Informationen, Ideen dankbar. Ein schönes Wochenende wünscht euch euer Uni. Und hier nochmals der Link zu den Shownotizen: www.abg-info.de/show5. Jetzt bin ich aber wirklich weg. It's the summer highlight.